Nur ein einfacher Maschendrahtzaun trennt Arno Schulz von der existenziellen Gefahr, die auf der anderen Seite droht. Blick nach links, Blick nach rechts. Kein Ausweg in Sicht. Nur Kummer auf ganzer Ausdehnung. Diese Straße hier von da bis runter 160 Meter. Und da sollte ich erst 80.000 Euro, hat man mir gesagt. Und dann soll eine andere Deckschicht wohl genommen werden mit Asphalt. Und dann würde ich vielleicht bloß 65.000 Euro bloß bezahlen. Bloß 65.000 Euro ist doch genauso ein Wahnsinn. Das kann es doch nicht sein. So wie ihn trifft es alle Anwohner an der Holzstege im Stendarer Ortsteil Jarchau, die bisher glaubten, in einer eigentlich ganz ordentlichen Straße zu wohnen und auf die jetzt Gesamtkosten von weit über 100.000 Euro zurollen. Wir erachten den Straßenbau als unsinnig, weil wir wohnen, die Anwohner, hier 30 Jahre. Und in der Straße ist alles vorhanden, von Telekommunikation, Strom, Versorgung. Wir haben ein 20er Regenabwasserrohr drin, was hinten in den Vorfluter läuft. Wir erhalten das für unnötig. Eine richtige Straße, keine richtige Straße, hier wird es kompliziert. Denn eigentlich sind die Straßenausbaubeiträge in Sachsen-Anhalt abgeschafft. Anders bei neu gebauten Straßen, hier können 90% der Kosten auf die Anwohner abgewälzt werden. Doch im Glauben, in einer Straße zu wohnen, da sind die Anwohner auf dem Holzweg. So sieht es die Stadt Stendal. Die Fahrbahn und die Seitenbereiche der Holzstege sind überwiegend unbefestigt. Insbesondere fehlt ein frostsicherer Unterbau sowie eine Einrichtung für die Ableitung des Oberflächenwassers. Die wesentlichen Bestandteile einer ausgebauten Straße sind nicht vorhanden. Und alle Verhandlungen mit dem Stadtrat endeten bisher in einer Sackgasse. Ansonsten sag ich mal ganz einfach gegenüber Leichen. Herr Schulz hat sich fast prostituiert bei der letzten Stadtratssitzung. Der hat da vorne gestanden, hat geweint, hat gebettelt, hat gebittet. Nichts. Denn gerade im Fall von Arno Schulz wäre die neu gebaute Straße nicht mehr als eine neue Aussicht fürs Geflügel. Ich habe hier gar nichts außer meine schönen Hühner, die hier laufen und die Nachbarn sich freuen über ein schönes, frisches Ei. Dass ich das vielleicht nachher mal aufgeben muss, ich kann es nicht verstehen. Ich bin hier geboren und bin sprachlos. Was zählt, ist nun die Stadtratssitzung in der kommenden Woche, wo entschieden wird, ob eine Straße kommt, wegen der am Ende vielleicht einer auf der Straße sitzt.